Liebe Zuschauer, wo befinde ich mich in einer wunderschönen Location, in der mich Michael eingeladen hat, mein heutiger Gast, mit dem ich ein hoffentlich gutes Gespräch führen werde. Wir sind hier in einem wunderschönen Raum. Besser kann es eigentlich nicht sein. So was habe ich mir immer geträumt übrigens, ja, so eine Location zu haben. Ja. Michael ist ein durchaus sehr erfolgreicher Musikproduzent. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und ich habe schon mehrere Gespräche, ein guter Bekannter ist er jetzt schon, kann ich sagen, mehrere Gespräche mit ihm geführt. Und die waren einfach hochinteressant und haben mir auch wirklich viele neue Sachen geöffnet. Und deswegen sind wir zusammen drauf gekommen, wir machen mal ein Video und nehmen mal ein Gespräch auf, wie wir es sonst auch schon geführt haben, kann man fast sagen, ja. Michael, vielen Dank für die Einladung und wenn du mir mal deine Intention, deine Absichten, warum du jetzt hier in der Öffentlichkeit im Video mit mir da das Gespräch führen möchtest. Wie du weißt, was du gerade schon erwähnt hast, hatten wir ja schon mehrere Gespräche zusammen. Und was mir aufgefallen ist in der Zeit, in der wir jetzt uns gerade befinden, ist ein ziemlich großes Durcheinander in der Wahrnehmung vieler, die noch nicht zu denen gehören, die sich ein bisschen mehr mit dem Hintergrund beschäftigen, was in der Welt passiert. Mhm. Und die, die sich im Netz informieren, untereinander, geben sehr viel Information, was sehr gut ist, geben aber auch teilweise Daten und klare Aussagen, die dann leider in der Konsequenz oft dahin führen, dass das nicht eintrifft. Mhm. Mhm. Und für mich war das auch so, weil ich bin kein Politiker, ich bin auch nicht engagiert in der Politik, will ich auch gar nicht. Mhm. Ich habe mich eigentlich wie jeder andere normale Durchschnittsmensch mit den Dingen befasst, versucht zu verstehen, was dort passiert. Und ein wesentlicher Punkt bei mir ist, dass ich vor einigen Jahren angefangen habe, durch gewisse Umstände, mein Denken nicht nur rein rational zu benutzen, sondern, wenn man will, irrational. Ja, man könnte jetzt spirituell sagen. Ich mag den Begriff spirituell nicht so, weil er auch teilweise ein bisschen in die falsche Ecke genommen wird. Und darum lasse ich den weg, obwohl ich nichts gegen Spiritualität selber habe, aber man muss sie richtig interpretieren und verstehen. Das würde jetzt zu weit führen. Ja? Ich sehe also die Dinge einmal aus der Sicht, wie man sie im rationalen Denken betrachtet, und dann versuche ich, den sogenannten irrationalen Gedanken auch aufkommen zu lassen. Könnte man auch bezeichnen, das undenkbare Denken vielleicht? Das geht bis dahin. Darüber hinaus einfach. Ja, über den Tellerrand oder noch mehr. Ja. Das ist Metaphysik, was du sagst, das undenkbare Denken. Ja. Aber auch so tief will ich da jetzt gar nicht einsteigen. Okay. Es ist einfach das, was man als intuitives Bauchgefühl auch beschreiben kann. Ja, das, was Menschen haben, wenn sie selbst mal in Situationen kommen, wo der Ratioverstand aussetzt. Da gibt es oft Situationen, da kriegst du dann auf einmal ein Gefühl im Bauch und sagst, ja, irgendwas stimmt. Du kannst es dir aber nicht erklären. Ja, genau. Muss nicht gleich eine Erklärung da sein, aber du kriegst auf jeden Fall mit, dass das rein rational nicht mehr einfach so erklärbar ist. So, jetzt zurück zur Basis von dem, was ich eigentlich hier zum Ausdruck bringen möchte. Nehmen wir mal den jetzigen Zeitpunkt, den wir haben, wo verschiedene Informationen im Netz unterwegs sind. Egal, ob man hier von einem QAnon spricht, ob es eine Person ist, ob es eine Organisation ist, ob man den Trump jetzt als Person, als Präsidenten rein als einzelne Person sieht oder als jemand, der anderen Agenda folgt, also auch Kräften, die hinter ihnen stehen. Das könnte man jetzt weiterführen in die Weltpolitik und auf verschiedenste Arten verschiedene Länder eingehen. Für mich ist das so, ich versuche, wie du gesagt hast, über den Tellerrand ein bisschen drüber hinauszuschauen und frage mich immer da, wer hat etwas davon? Cui bono, die alte Frage. Genau. Ja. Und wenn man das in Zusammenhang bringt, wenn zum Beispiel dem Ansatz, ich sage jetzt mal, was im Moment gerade passiert. Ist der Trump ein Guter? Ist er ein Böser? Macht das Sinn für uns, darüber nachzudenken? Aus meiner Sicht mit Sicherheit. Was durch ihn initiiert wurde, ja, wenn man nicht nur dem Mainstream folgt, sondern auch, sagen wir mal, Informationen drumherum, bis hin zu Bekannten, die man vielleicht in Amerika hat. Und mal anschaut, was der Mann jetzt tatsächlich umgesetzt hat mit seiner Agenda. Denn es ist vieles dabei, was positiv ist. Und er hat auch klare Aussagen offiziell nach außen verlauten lassen, wo er über Deep State spricht, wo er über
sagen wir mal, Hintermänner spricht und dergleichen. Das heißt, das ist eine Aussage, die kann man, wenn man Feind ist, sagen, nein, das ist irrational, der spinnt. Das Verschwörungstheoretiker, genau. Ja, das ist ein beliebtes Wort. Ja. Und dann fragt man sich, was hat er denn davon? Wenn er also Menschen auf der einen Seite wach macht, die vielleicht vorher noch geschlafen haben, die jetzt durch seine Stimme hören, da ist das und das und das im Busch. Mhm. Du magst die geben, die das verneinen, aber es gibt mit Sicherheit einige, die werden sagen, ja. Schau ich mir näher an. Kann ja sein. Mhm. Mhm. Und damit würde er einer Agenda folgen, die dem alten System folgt, unnütze Probleme in die Welt bringen. Ja, wenn man jetzt also sagt, er will selber eine Agenda oder eine Agenda durchsetzen, hätte er leichtere Methoden, die durchzusetzen, indem er der Gute wird, aber dabei nicht andere verärgert. Das heißt, er könnte leichter den Weg gehen. Macht das aber nicht. Ja. Macht das aber nicht. Das ist erstmal ein Ansatz, wo man drüber nachdenken kann, der einem gewisse, sagen wir mal, Dinge eröffnet, die dann sinnvoller sind oder weniger sinnvoll. Wenn du dir anschaust, was jetzt in der Welt geschieht, wir haben ein Geldsystem, wo immer mehr Menschen anfangen zu verstehen, dass dieses Geldsystem eine Illusion ist. Warum ist es eine Illusion? Weil das Geld selber, was wir Menschen benutzen, egal ob es ein Dollar ist oder eine D-Mark oder irgendein anderes Zahlungsmittel, es basiert auf keiner Deckung. Mhm. Es ist keine Wertdeckung. Einfach nur ein Versprechen. Nehmen wir mal an, das Geld wäre jetzt selbst durch Gold gedeckt. Gold an sich ist auch wieder eine Frage des Glaubens. Bei Gold kannst du nicht essen. Mit Gold kannst du nicht viel machen, außer du machst damit Schmuck oder... In der Industrie sicherlich, aber nicht in der Menge. Genau. Mhm. Das heißt also, selbst das wäre keine wirkliche, klare Deckung. Mhm. Eine klare Deckung für Geld ist immer eine staatliche Institution, die den Staat repräsentiert. Also ein Land. Nehmen wir Deutschland. Man könnte jetzt auch ein x-beliebiges anderes Land nehmen, aber Deutschland hat Werte. Mhm. Das heißt, die Industrie, die Bauwerke, Immobilien, das sind Werte. Die Werte werden erschaffen durch Arbeit. Kein Haus der Welt würde stehen, ohne dass jemand gearbeitet hat. Mhm. Das heißt also, Wertigkeit entsteht immer erst durch Arbeit. Wenn ich dann ein Tauschmittel habe, und das ist Geld, ist es die Frage, glaube ich an das Geld oder glaube ich nicht daran? Früher konnte man Sachen einfach tauschen, wenn man kein Geld hatte. Mhm. Heute hat man Geld dafür. So. Dieses Geld, was wir aber benutzen, ist durch keinen Staat gedeckt. Weil man muss wissen, und das wissen heute mehr als früher noch, dass selbst die Europäische Zentralbank keine staatliche Institution ist. Da stehen Menschen hinter, man mag auch da jetzt unterschiedlicher Meinung sein, die familienorientiert dieses Unternehmen leiten. Wenn man sagt, nein, das sind keine Familien, das ist der und der und der, der ist jetzt erstmal egal. Es ist auf jeden Fall kein staatliches Unternehmen. Ja, verstehe. Und damit sind die Personen, die dahinter stehen, privat. Jetzt muss man sich den Irrsinn vorstellen, dass also Staaten der Welt, in dem Fall nehmen wir jetzt nur Europa. Die EU, ja, Europäische Union. Ja. Die Staaten, die Länder haben also einer privaten Institution die Macht über das Geld gegeben. Haben ihre eigene Macht praktisch damit aus der Hand gegeben. Ja. Die können jetzt also Geld herstellen in x-beliebiger Höhe, ohne dass eine staatliche Institution dort intervenieren kann. Also keine Notenbank, keine nationale, nichts. Ja. So ist es in den Statuten der Europäischen Union mit den Ländern vereinbart. Mhm. Das sagt also klar aus, dass dort eine Institution ist, die die Macht hat, darüber zu bestimmen, wie die Geldpolitik gestaltet wird. In Zinsen, Nichtzins, Zinseszins und allem dem, was zum Geld gehört. Mhm. So, was würde jetzt passieren, wenn alle Staaten Europas sagen würden, dazu muss ich noch was einfügen, wir wissen, dass alle Staaten Europas hoch verschuldet sind. Mhm. Bei wem sind sie verschuldet? Bei der EZB. Und? Bei den Familien quasi. Bei den Privatpersonen. Ja, wer immer genau. Diese sind. Ja, ja, okay, genau, verstanden, ja. Ja? Das heißt also, alle Staaten der Welt sind dort verschuldet. Mhm. Was würde jetzt passieren, wenn alle Staaten sagen würden, übrigens, dein Geld hat nichts wert?
Das hast du gepresst über Jahre, Zentralbank, ja? Mhm. Und jetzt sagen wir einfach, wir haben erkannt, wir glauben nicht daran. Das hat nichts wert. Egal wie viel du uns noch gibst, das ist nur das Papier und das Papier wert vielleicht. Ja, ja, ja. So, also könnte man rein theoretisch sagen, nennt die Situation an, wir sagen, alle Staaten, wir zahlen unsere Zinsen und nicht zurück. Und jetzt fragt man sich, wen entsteht denn Schaden dadurch? Ja, ausschließlich den Gläubigern. Und das sind? Die Privaten. Und die Privaten, haben die irgendwelche Haftungen gehabt? Haben die irgendwas investiert? Nein. Sie haben doch Papier gedruckt. Ja, ja, richtig. Ja, also einfach. Es geht eigentlich niemandem Schaden. Wir letztendlich. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Sie, ja. Sie könnten jetzt sagen, okay, das Papier, was wir gedruckt haben. Das, wo wir bezahlt haben. Ja. Das wäre korrekt. Ja, genau. Über, ja, die Jahre, Jahrzehnte. Ja, okay, schöne theoretische Vorstellung. Ja, ja. Okay, dein, was weiß ich, den Aufwand, den du hattest, Papier zu organisieren. Verteilung und Sicherheit. So, wir werden also bei einem Bereich von 0,00000x% was, mehr Symbolisches quasi. Ja. Und jetzt würde jeder Staat sagen, okay, wir haben keine Schulden mehr. Genau. Und würde jetzt sein eigenes Geld wieder in Umlauf bringen. Nehmen wir wieder das Beispiel Deutschland. Deutschland bringt die D-Mark. Wieder, ja. So, jeder Deutsche hat jetzt x Euro auf dem Konto im Moment, weil der Euro ja noch da ist. Würden wir aber jetzt den Euro nicht mehr akzeptieren und die Bevölkerung darunter nicht leiden lassen, sondern würden ein 1:1 Umtausch per se, wie er damals war, als der Euro eingeführt wurde, jedem Land seiner Währung entsprechend den Umtausch zugestehen. Also, simpel gesagt, ein Euro ist 2 Mark. Ja? Dann Kontostand. Du hast jetzt 1 Euro auf der, ja, Bank, kriegst du 2 D-Mark ausgezahlt. Oder 2 D-Mark hast du meinen Kontostand. Genau. Ja, genau. Was immer dein Vermögen an Barvermögen ist, würde jetzt in der Währung praktisch für dich zur Verfügung stehen. Wem wäre ein Schaden entstanden? Wiederum niemand. Der Staat hätte jetzt das eigene Geld gedruckt, ohne Golddeckung, nur mit der Wertigkeit seines Landes. Das Land hat aber so viel Wert, ohne die Schulden, dass das ohne Probleme machbar ist. Das heißt, jedes Land Europas, die zum Euro gehören, wären automatisch in einer viel besseren Position, ja, als vorher. Ja. Und dazu sage ich gleich noch was, weil da steht meiner Meinung nach ein Plan hinter, ein tieferer. In der Grundlogik ist das so, dass dieses System, was wir noch haben, zumindest in Europa mit der Zentralbank, immer dazu führt, dass es zu einem Crash kommen muss. Immer wieder. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Und dann reloadet sich dieses Prinzip. Und die Menschen sind in einem Hamsterrad dieses Systems von Geld gefangen. Und eine Menge Menschen verlieren immer wieder eine Menge Geld in diesem Reloading. Das ist das Reloading-System. Ja, das heißt, genau, eine kleine Gruppe wird immer reicher, weil was bekommen sie? Sie bekommen ja nicht nur das Geld, sondern sie bekommen die Werte. Sie bekommen die Firmen und sie bekommen die Immobilien. Patente, alles. Ja, 2008 war die letzte große Krise. Und da war das Wesentliche nicht das Geld, was weg war. Ja? Weil wenn Geld weg ist, wo ist denn das hin? Hat das jemand verbrannt? Nein, ist woanders, genau. Ja. Aber alle Menschen, die Hypotheken hatten, die sie nicht mehr zahlen konnten, haben ihre Immobilien verloren. Echte Werte, echte begreifbare Werte. Und man konnte diese Werte oder diese tatsächlichen Werte dann viel gepreiswerter erwerben, nämlich die an der ganzen Sache verdienen. Und daran haben die Leute verloren, richtig verloren, ja. Und das ist immer so. Immer wenn du deine Wohnung, deine Immobilie oder Werte verlierst, hast du verloren. Ja? Im kommerziellen Sinne gesprochen. Richtig, ja. Ja, es gibt größere Werte wie Gesundheit, aber das lassen wir mal kurz zur Seite. Dann haben wir also hier ein Prinzip, was kontinuierlich gereloadet wird, seitdem dieses System erdacht wurde. Und dieses System ist von sehr cleveren Menschen erdacht worden. Es ist schon vor Jahrzehnten auch in der Politik deutlich ausgesprochen worden von Politikern, zum Beispiel einem in Amerika, der deutlich gesagt hat, ich glaube, das war Henry Ford, ja, wenn die Menschen das Geldsystem durchblicken würden, hätten wir schon morgen eine Revolution.
Das Zitat kenne ich auch, ja. Und diese Zitate kann man nachlesen, sind nicht erdacht, nicht erfunden, sondern von Politikern. Das hat auch wieder einen Grund. Warum werden solche Sachen ausgesprochen? Weil die, die uns kontrollieren, die zu dieser, sagen wir mal, Agenda gehören, wer immer das alles ist, lasse ich mal im hinteren Raum, die haben bewusstermaßen immer Zeichen hinterlassen. Schon über die Jahrhunderte, Jahrtausende und auch in der Jetztzeit. Weil nichts ist so unglaubwürdig wie die Wahrheit. Und sie wissen das. Sie wissen, wenn sie dir klar die Wahrheit ins Gesicht sagen, glaubst du sie nicht. Ja, wir kennen diese Geschichte mit, oder nicht jeder, einige, die im Umlauf sind, dass es Gruppierungen von Menschen gibt, die bewusst Blut trinken oder Blutreserven in sich reinspritzen, was immer da genau passiert, auch das lasse ich mal hinten stehen. Ja. Wenn du das einem normalen Durchschnittsmenschen sagst, glaubt er es nicht. Der glaubt das nicht. Ja. Der sagt, spinnt's. Ja, vielleicht war das mal ein Irrer, der das gemacht hat. Oder im Mittelalter irgendwann. Ja, aber dass das Gruppierungen sind, wo wirklich Gruppen hinterstehen, die das machen. Mächtige Leute, ja. Das glaubt ihr einfach. Darum kannst du gewisse Dinge nicht offenbaren. Jedenfalls nicht, solange die Menschheit nicht wach genug ist. Nicht bereit ist, ja, genau. Du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Ja. Und wenn ich jetzt ein wenig spirituell, jetzt benutze ich das Wort mal, nehme, ja. Für mich sind zum Beispiel Religionen, alle Religionen, die ich persönlich kenne, vielleicht gibt es einige, die ich nicht kenne, aber die ich kenne, sind für mich auf der Basis konstruiert, um Menschen zu kontrollieren. Ich persönlich kenne keine Religion, die im völligen Umfang wirklich das wiedergibt, was der Kern der Religion ist. Ganz offensichtlich und ganz klar wird es zum Beispiel bei der römisch-katholischen Kirche. Da ist für jeden, der wach genug ist und bereit genug ist, wirklich die Dinge realistisch sich zu betrachten, das meine ich jetzt rein rational. Ja. Wenn ich mir den Vatikan anschaue, was ja die römisch-katholische Kirche letztlich ist, und deren Reichtum und gleichzeitig aber diese Institution sich auf die Lehre Christi bezieht, die aus der Bibel heraus ganz andere Dinge sagt, als dort umgesetzt werden. Praktiziert werden, ja. Und dazu gehört signifikant und ganz deutlich sichtbar eine Bank, nämlich die Vatikanbank, mit einem riesen Vermögen und ein Immobilienbesitz, der enorm ist. Soweit ich weiß, haben die den weltweit größten Immobilienbesitz. Steht also... Werte, da sind wir wieder bei den Werten. Genau. Steht also im hundertprozentigen Widerspruch. Es ist also, wenn ich jemand als christlich bezeichne, der würde sagen, Werte, die ich habe, so viel wie ich brauche, den Rest kriegt die Allgemeinheit. Ja? Zinsen, Bankgeschäfte, macht ein Christ grundsätzlich nicht. Jesus hat die... Ich borg dir was, aber ich nehme keine Zinsen von dir. Und beim nächsten Mal borgst du mir was, aber du nimmst auch keine Zinsen. Wir machen das brüderlich. Das ist der Gedanke des christlichen Fundaments. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass alle Religionen verfälscht wurden. Das heißt, so verfälscht wurden, dass sie denen dienen, die uns kontrollieren über Religion. Wenn die Religion völlig entkernt worden wäre, hätte sie nicht mehr die Anziehungskraft. Diese Wirkung, ja, verstehe. Sie haben also das große Problem, dass sie nicht alles rausnehmen konnten. Also sie mussten noch eine Mischung, es musste eine Mischung her. Ja. Sie brauchten noch Kern von Wahrheit, sonst wäre das Ganze ohne Kraft. Ja, genau. Ja. Aber sie haben versucht, so clever wie möglich diese Wahrheit zu umgehen und ihre Wahrheit daraus zu machen. Wie kann es einen Gott geben, das ist meine tiefste Überzeugung, der Menschen, die er erschafft, so wie es die nach dem Christkirche sagt, für irgendetwas bestraft. Ein Gott, der alles erschaffen hat, wer kann ihn angreifen? Richtig. Wer kann ihn entzürnen? Richtig, ja. Er kann doch alles wieder in Ordnung bringen. Ja. Er könnte uns, jeden von uns manipulieren, wenn er das will. Aber wäre er dann auch Gott? Nein. Wäre er dann noch herzlich? Ja, genau, genau. Gerade der freie Wille, die Entscheidung zwischen dem und dem macht uns doch frei. Richtig. Ob wir dann das Richtige oder das Falsche tun, das entscheidet nicht er. Das entscheidet jeder von uns.
Und die Früchte trägt auch jeder von uns. Das ist nämlich das Reinkarnationsgesetz. Das heißt, das, was du siehst, das wirst du ernten. Im Positiven wie im Negativen, genau. Mhm. Genau so ist es. Und der Fehler, den wir oft machen im rationalen Denken, ist, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe jemanden beleidigt oder sonst irgendwas und es passiert mir gar nichts. Ja, ich denke auch so. Gut, ist er nicht? Ja, genau. Ja. Aber ein halbes Jahr später habe ich einen Autounfall. Oder irgendeine andere Sache passiert in meinem Leben, die mich zumindest im gleichen Maße trifft, wie ich mich getroffen habe. Aber das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Nein, das setzt man nicht mehr in Beziehung. Ja, ja, schon klar. Ja. So, das heißt, die kausale Verbindung zwischen allen, die haben wir nicht auf unserem Schirm, weil wir die Dinge nicht überschauen, sondern an uns vorbeiprasseln lassen und gar nicht mehr tiefer in die Gedanken gehen. Ja, ja? Genau, das ist eigentlich ein schönes Bild auch, weil wir die Dinge nicht mehr oder generell nie wirklich überschaut haben. Vielleicht, ja. Ist auch gar nicht so einfach. Nein, das war ich auch nicht. Ja. Ich will mich jetzt auch nicht hier als Schlaumeier hinstellen, weil ich habe in meinem Leben verdammt viele Fehler gemacht. Wie jeder, ja. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Aber ich bin mir dafür nicht böse, weil ich habe trotzdem immer einen Gedanken gehabt, ein gewisses Ziel, was ich verfolge. Und das habe ich nicht unter jedem Aspekt versucht durchzusetzen, indem ich sage, hier aufs Letzte, egal wen ich damit schade. Da war bei mir ein natürlicher Hemmschwelle. Und trotzdem habe ich Fehler gemacht zwischendurch, wo ich gemerkt habe, da hättest du ein bisschen menschlicher handeln können. Ja? Das ist die menschliche Seite, die man haben sollte. Das sind alles Fehler, aus denen man lernen kann, wenn man anfängt, sich selber zu beobachten. Wenn du anfängst, dich selber zu beobachten, kommst du nicht rum, du beobachtest die Welt anders. Weil du nimmst dich anders wahr, auf einem höheren Niveau. Ja, du erkennst mehr von dem, was gut und schlecht ist in dir. Und du erkennst auch die Dinge um dich herum. Jetzt kehre ich wieder zurück. Ja. Wir waren also bei dem Punkt, die Spiritualität im Sinne von Religion ist eine, sagen wir mal, verfälschte Art der Spiritualität, des Geistigen. Man kann, muss aber nicht an Gott glauben, wie immer man sich das vorstellt. Also ich stelle mir da nicht den alten Mann mit dem weißen Bart vor. Und das ist etwas, was ich rational nicht erklären kann. Sonst würde ich mich als erleuchtet bezeichnen, was ich mit Sicherheit nicht bin. Aber ich kann gewisse Dinge erkennen. Ja? Wenn ich die Bibel lese, zum Beispiel die Prophezeiung von Johannes, dann ist in deren Interpretation der Zeit, wo die Menschheit begreift, was sie alles falsch macht und die Menschheit an den Punkt kommt, dass aus der alten eine neue Welt entsteht, sehr gut erklärt durch Aussagen, die man aber interpretieren muss. Ob sie so geschrieben wurden, damit man sie interpretieren muss, von denen, die uns nicht gönnen, dass wir es verstehen. Genau, nicht gewogen sind. Oder ob es einfach aus der alten Zeit mit Worten geschrieben wurde, die anders formuliert. In der Überlieferung dann und genau, so weiter. Genau, bei uns in der heutigen Zeit einfach anders ankommt. Wenn man also von der Prophezeiung von Johannes liest, der Himmel wird sich aufrollen wie eine Pergamentrolle zu der Zeit, wenn die Welt sich verändern wird. Gleichzeitig werden die Sterne vom Himmel fallen. Da muss man verstehen, dass Himmel immer Geist ist, also geistiges Wissen gehört dazu. Und eine Pergamentrolle, die sich aufrollt, rollt also Wissen auf. Das heißt, sieht man plötzlich dann, ja, man kann es sehen dann. Es öffnet sich Wahrheit. Und dann fallen die Sterne vom Himmel. Und wenn wir Sterne als Stars interpretieren, von Menschen, die wir aufsteigen, Anhimmeln oder, ja, sei es aus der Politik, aus der Wirtschaft, Prominente, was auch immer, ja, dann ist das damit gemeint. Also jeder, den wir auf einen Sockel heben, von dem wir dachten, das sind die das richtig, das Gute oder das Tolle machen, die fallen auf einmal von ihren Sockeln. Und wenn du dir die Jetztzeit anschaust, dann merkst du, dass immer mehr Wahrheit insoweit offenbart wird, dass immer mehr Fragen da sind. Man fragt sich immer mehr, das kann doch nicht so sein, wie wir es immer dachten. Damit fängt das an. Ja? Und dann offenbart sich auf einmal die Person und man stellt fest, ach, der hat das gemacht, der hat Kinder geschändet, der hat Frauen vergewaltigt. Menschen, Milliardäre, von denen man das nicht annehmen würde, weil sie haben genug Geld, sie brauchen das noch nicht, Sachen kaufen. Ja? Weißt du, auf wen ich anspiele? Ja. Ja? Und es gibt reichlich davon in der Jetztzeit, wo man immer mehr mitbekommt, da fallen diese Sterne vom Himmel. Ganz kurz, da muss ich ganz kurz einhaken. Das passt doch auch dazu, diese Absurdität, dass jetzt kürzlich noch in einem Tagesthemenkommentar
über die Impfgeschichten Robert De Niro und Madonna erwähnt wurden, die meines Wissens da überhaupt keine Experten auf dem Gebiet sind, genauso wie Greta jetzt nach dem Klima irgendwie nicht sieht, jetzt plötzlich zur Epidemiologin erklärt wird, ja, und die dann dazu dann irgendwas sagen kann. Also es wird ja auch gerne, die werden ja auch gerne so gehypt, ja, das ist ja der Sinn, ja, es muss ja irgendwelche Leute geben, zu denen man irgendwie, auf die man hört, sag ich mal, oder es gibt ja auch immer dieses Gefühl, der Fußballer kann auch noch zu anderen Themen irgendwas sagen, nur weil er bekannt und weltberühmt ist, ja, das ist ja so dieser Irrsinn, warum sollte der jetzt irgendwas wissen außerhalb seines Sports, ist eigentlich unlogisch, aber es wird so wahrgenommen ein bisschen, ja. Sie werden benutzt. Genau. Mhm. Die einen lassen sich bewusst benutzen. Und die anderen werden benutzt, ohne dass sie es mitbekommen. Und dann gibt es die, die vielleicht unter Zwang benutzt werden. Diese drei Gruppierungen. Die erpresst werden zum Beispiel? Oder? Genau. Ja. Es gibt bestimmt einige, die erpresst werden, aus bestimmten Gründen. Auch die Hintergründe muss man gar nicht kennen. Es reicht einfach, dass das möglich ist. Mhm. Dann gibt es die, ja, die gehen die Agenda mit, die folgen der einfach und sagen, ja, das ist schon alles richtig. Und dann gibt es die, die kriegen gar nicht mit, dass sie benutzt werden, weil sie nicht genügend sich mit der Sache beschäftigen. Ah, okay, ja, die gibt es auch natürlich. Ja. Ja, das Business, aus dem ich komme, da ist mir das geläufig. Wenn du nicht mit den großen Konzernen, in dem Fall bei mir in der Musikindustrie, die großen Chefs nachher pleased und mit denen auf Du und Du bist und mit denen Wege gehst, die sie gerne gehen, wirst du nie den Superstar produzieren. Kriegst du einfach nicht. Ist schon ein gewisses Level, ja. Das kriegt man auch hin. Kannst auch ein paar Millionen Tonträger verkaufen, das funktioniert alles. Aber ab einem gewissen Punkt ist Schluss. Wenn du den High Level erreichen willst, dann musst du mit den Heulen, mit den Wölfen. Ja? Mhm. So, aber ich wollte nicht zu sehr abschweifen, weil wir waren beim Vatikan. Richtig, ja, da gehen wir nochmal hin. Ja, genau. Mhm. Wir waren bei der Sichtweise von Religion. So, jetzt ist das alles miteinander kompatibel. Weil Religionen werden benutzt, um uns zu kontrollieren. Die Religion kontrolliert entweder die Politik oder die Politik kontrolliert die Religion. Da kann man jetzt drüber streiten. Meine Überzeugung ist, die Religion kontrolliert die Politik. Es stehen also Mächte hinter dem politischen Aspekt, die Religion für sich benutzt haben, um zu kontrollieren. Nicht um Gott zu huldigen. Ja, ja, darum geht es nicht. Oder ja. Der spiritualen Lehre. Es geht um die weltliche Macht. Sondern es geht um die weltliche Macht. Und dafür benutzt man die Religion, aber ist nicht Politiker, um dann Religion zu benutzen, sondern man ist jemand, der über der Religion steht, die Religion benutzt und die benutzt die Politik und die benutzt die Wirtschaft. Das heißt, diese Pyramide in sich geschlossen geht dahin, dass wir Menschen nur mitbekommen, Wirtschaft, Politik und Religion. Und das, was da drüber steht, das sehen wir nicht. Und jetzt gibt es die einzelnen Spieler in der Wirtschaft, in der Politik, in der Religion, die gewisse Macht erworben haben in diesem System, aber nicht frei sind. Weil sie sind diesem System integriert. Sie gehören in dieses System. Also dieses Bild mit den Puppen, mit den Marionetten, das hat schon was. Genau. Ja, ja. Genau. Also auch eine Merkel ist vollkommen abhängig. Wenn die weg ist, so, ja. Wenn die weg ist, passiert gar nichts. Passiert, ändert sich gar nichts. Richtig, ja, ja. Wenn du die Partei X oder Y wählst, passiert auch nichts. Ja, alles klar, okay, verstehe. Ja, das ist ein System. Ja. Du musst dir vorstellen, dass das so clever ist, dass es wieder nicht glaubhaft ist. Es ist in sich komplett schlüssig und es wäre auch unheimlich schwer, dieses System zu durchbrechen. Von außen gar nicht. Ja. Du kannst es nur von innen. Du musst also einen Zugang haben in das System und es von innen umdrehen. Mhm. Und genau das macht zum Beispiel im Moment Trump. Donald Trump, genau. Weil der benutzt das System, infiltriert es und dreht es von innen um. Wenn die Aussagen stimmen, die ich kenne, dann ist die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, jetzt im Eigentum der USA. Nicht mehr privat, genau. Nicht mehr privat,
dem Steuersystem eingeordnet. Dem Schatzamt quasi. Ja. Genau. Mhm. So, wenn das tatsächlich stimmt, dann hat er das schon geschafft. Er hat also praktisch die Zentralbank jetzt benutzt und kann sie weiter benutzen. Mhm. Das ist das Geld, von dem ich vorhin gesprochen habe, wenn du dich erinnerst, von denen, die die Macht über uns haben und extrem viel Werte angehäuft haben. Und denen, die nichts gegenübersteht. Aber die Werte angeschafft haben über die Zeit, wo sie diese Zentralbanken installiert haben. Alles klar, verstehe. Sie haben also die Menschen betrogen mit ihrem Geld, was kein Wert hat. Ja. Und haben sich selber echte dabei, Werte. Haben sich selber echte Werte damit. Alles klar. Ja. Unrechtmäßig, wenn man so will, angeeignet. Ja. Und das ist ein enormer, unvorstellbares Volumen von x Billiarden, was dort an Werten ist. Und jetzt musst du dir die Cleverness vorstellen. Jetzt benutzt also Trump die EZB, um Geld auszugeben. Dieses Geld ist kein US-Dollar, ist das Geld der Federal Reserve. Da stehen die Privatleute hinter. Und die macht er am Ende haftbar. Nee, nicht der EZB, der Federal Reserve. In dem Fall ist es die Federal Reserve in seinem Land. Das heißt, wenn du den Weg verstehst, wie clever das ist, er nimmt also dieses Geld und gibt es im Moment aus. Mhm. Die Werte, die dahinter stehen, die von den Privaten dort sind, wo sie immer dachten, das wird ja nie ihnen auf die Füße fallen. Da kann er jetzt aber durchgreifen. Er kann nämlich sagen, okay, euer Geld ist ja gar nichts wert. Jetzt nehme ich euch die Werte weg, die ihr angeschafft habt. Und das kann er rechtmäßig nachher staatlich durchsetzen und muss nicht mit dem Militär kommen und jemanden verhaften, wo die Bevölkerung nachher sagt, ja, der Trump ist ja der Kriminelle. Diktator oder was, Sondern er macht das auf rechtlichem Weg. Und genau das Gleiche passiert mit der EZB. Weil die EZB ist letztlich nichts anderes als eine Filiale der Federal Reserve. Ob sie jetzt schon von der Seite, die jetzt zu Trump gehört, übernommen wurde, oder noch nicht, kann ich nicht beurteilen, so tief ist mein Wissen. Mhm. Da müsste ich Insider sein. Aber die Logik ist für mich eindeutig. Drängt sich auf, ja. Das ist unabwendbar. Ja? Und wenn du dir jetzt anschaust, was in der Welt gerade passiert, welch ein Durcheinander die einzelnen Regierungen in ihren eigenen Ländern machen und dann zueinander in der Welt, unter den Ländern zueinander ein Durcheinander haben, genau. Dann kriegst du doch mit, dass da eigentlich Irrsinn passiert. Ja? Da wird zum Beispiel vor der Corona-Krise gesagt, sie ist nicht so schlimm, das ist gar kein Problem, das kriegen wir im Griff. Dann auf einmal heißt es, das ist die schlimmste Epidemie, die wir je hatten. Genau. Dann zur gleichen Zeit wurde noch vorher gesagt, Masken brauchen wir nicht, das macht keinen Sinn. Dann bringt auch nichts und so weiter. Ja. Ja. Also der Widerspruch ist so nah aneinander, dass selbst die Tiefschläfer langsam anfangen müssen, wach zu werden. Also, das ist nämlich auch meine Hoffnung, dass es hier jetzt wirklich so offensichtlich auf offener Bühne solche Widersprüche sich auftun. Ich meine, das gab es schon immer, aber jetzt wird es halt, jetzt betrifft es ja auch jeden. Ja, so, im Alltag. So ist es. Ja. Es geht also so weit, dass ich behaupte, dass der Zeitpunkt, den wir jetzt gerade haben, an einem Scheideweg ist, würden die Länder wie Deutschland, die jetzt noch ein gewisses Maß an Kraft haben aus dem alten System heraus, so wie gesagt, wenn die Europäische Zentralbank noch nicht übernommen ist, wie gesagt, was ich nicht weiß, könnte man im europäischen Sinne noch sagen, die können noch ein bisschen ihr Spiel machen. Aber dazu sage ich auch noch was, tiefergehenden Gedanken. Aber bleiben wir erstmal dabei. Das heißt also, hier im Moment können sie noch Geld drucken ohne Ende. Wenn also jetzt jemand sagt, denen geht doch das Geld aus. Nein. Nee, noch nicht. Ja. Solange sie die Zentralbank haben und die noch nicht übernommen worden ist von einer Macht wie die jetzt in den USA, können sie Geld drucken ohne Ende. Ob das nachher zu einer Mega-Inflation führt oder was auch immer, ist doch völlig wurscht. Erstmal haben sie das Geld. Sie können also im Moment immer noch handeln. Sind handlungsfähig. Genau. Auch wenn es auf einer Illusion basiert. Irgendwann gibt es den Knall. So oder so. Aber sie können im Moment weitermachen. Was würde jetzt passieren bei denen, die noch nicht wach genug sind?
Nehmen wir mal an, jetzt würden die Politiker umkehren und würden sagen, ja, wir haben hier irgendwie, hat es nicht hingehauen mit dem Coronavirus, wie wir wollten. Mhm. Da steht auch wieder eine Erkenntnis dahinter. Ja, ja. Jetzt auch was drüber sagen, aber das führt zu weit. Kommen wir vielleicht mal nochmal, wir wären uns sicher nochmal. Ich bin mich, wenn ja, mal einzuwerfen, also das glaube ich, könnte auch nicht einmalig bleiben. Können wir gerne machen, aber ich empfehle jetzt nicht zu tief in alles. Nein, das ist richtig, ja. So, das heißt also, in dem Moment, wo Sie jetzt sagen, umkehren und sagen, komm, wir zahlen jetzt mal die Bevölkerung ein bisschen, ja, denen es schlecht geht, lassen wir ein paar Milliarden. Hier die Hilfen und so weiter. Ein paar Milliarden. Mhm. Ist ja nicht mal mehr Druck, heute geht es ja über einen Mausklick. Mausklick, ja. Konto hoch, Kontostand ist da, zack, und das Geld, was ausgezahlt wird, und der Rest fließt über Banküberweisung etc. Egal. Also, das wäre doch kein Problem, das könnten Sie machen. Und glaubst du nicht bei denen, die noch nicht wach genug sind, dass die dann auf einmal sagen, ach Gott sei Dank, wir können wieder verreisen, Maske ist vorbei, die Corona-Scheiße haben wir erledigt, die Regierung ist nett, hat uns Geld gezahlt. Sie haben doch alles richtig gemacht. Ja, genau. Ja. Ich glaube, Sie haben die Masken, das hat uns nicht gefallen, aber anscheinend hat es doch geklappt. Ja, genau. Jetzt, weil Sie was zurückkriegen, bist du gepleased. Ja, du sagst dann zu dir selbst, vielleicht nicht du oder ich, aber die breite Masse. Ist sie eigentlich okay und so? Ja, ja, ja. Also dir ist nicht wirklich Schaden entstanden, weil das Geld ja da ist. Genau. Da hast du so ein Gefühl wie, Mensch, wir machen weiter. Ja. Damit könnten Sie noch mal die Kurve kriegen für eine gewisse Zeit. Ja. Bei denen, die wacher sind, mit Sicherheit nicht mehr, weil die durchschauen das Spiel, so wie wir jetzt beide darüber sprechen. Die verstehen, dass da was nicht genau ist. So, warum machen Sie das nicht? Jetzt ist die Frage, in der Zeit, in der wir jetzt leben, hätten Sie noch die Chance? Jetzt, wenn Sie morgen, übermorgen, nächste Woche das machen, hätten Sie meiner Meinung nach die Chance. Umso länger Sie jetzt aber dieses Ding rauszögern, umso weniger Möglichkeit haben Sie, das nachher noch umzudrehen. Ja, also Sie kommen aus dieser Sache nicht raus, wenn Sie es weiter stretchen, stretchen, stretchen. Unabhängig davon, dass immer mehr Menschen sauer werden und auf die Straße gehen, ja, und vielleicht sogar noch mehr Menschen wach werden. Dadurch auch, ja. Das heißt also, jetzt muss man überlegen, dass diese Politiker, die da oben sitzen, ja nicht die Denker sind. Sie sind die Handlanger. Und davon bin ich fest überzeugt. Es gibt keinen Politiker in Deutschland und in den meisten anderen Ländern, jetzt nehme ich mal solche Leute wie Trump, Putin, wahrscheinlich auch Johnson, vielleicht sogar der Chineser, vielleicht, ja. Weiß ich nicht genau, kann sein, kann nicht sein. Aber nehmen wir mal die jetzt mal außen vor. Keiner von den anderen sind Denker. Sie sind Handlanger. Sie tun das, was sie von oben... Befehlsempfänger. So ist es. Und das ist nicht etwa die Lobby, die da hinkommt. Die Lobby kommt da auch hin mit ihren Vertretern und Beratern. Das ist das Business. Das ist die andere Ebene, ja. Die hat auch Einfluss, die hat auch Einfluss, ja. Ich hatte ein folgendes Bild, hatte ich vorhin schon mit jemandem gesprochen. Stell dir mal vor, du siehst das Ganze so ein bisschen wie eine Pyramide und jetzt ecken wir mal hier oben an der Spitze bei den Politikern. Ja. Ja. So, und jetzt gibt es hier ein Kabel nach oben und da oben ist ein Computer mit künstlicher Intelligenz und der wird bedient von sehr schlauen Menschen. Also Akademikern, sehr intelligente Forscher, die aber zu der Gruppierung gehören, die uns kontrollieren. Die füttern den Computer und die füttern sich selbst geistig und sie dienen der Agenda von denen, die uns kontrollieren. So, den Computer hat auch keiner von denen je gesehen, weil die kennen nur die Leitung nach oben. Sie kriegen also immer von oben durch die Leitung Informationen. Ja, kann man sich doch bildlich gut vorstellen. So, jetzt ändert sich aber an der Stelle was von dem da unten gar keiner was mitkriegt, weil da hat keine Verbindung dorthin nach oben. Weil die Verbindung geht immer von oben nach unten, nicht von unten ja, nach oben. Ja, verstehe. Eine Einbahnstraße quasi, ja. Und jetzt ist der Computer nicht mehr programmiert von denen, die uns die ganze Zeit kontrollieren, sondern von denen, die uns in eine andere Agenda bringen wollen. Also sprich jetzt von der Seite, von der ich ausgehe, die auch Trump genau, vertritt, hat. Ja. So, jetzt kriegen die Informationen nach unten. Für die ist alles normal. Sie kriegen ja weiter von ihrer Leitzentrale die Informationen. Ja, sie denken, es ist halt, hat sich nichts geändert. Ja, 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 da sie nicht die Denker sind, machen sie den ganzen Schwachsinn. Mit weiter, ja, ja. Aber die, die jetzt den Computer gefüttert haben, die wollen, dass wir, die noch nicht, oder in dem Fall nicht wir beide oder andere, sondern die noch nicht wach sind, geweckt werden. Und gerade durch diese verdödelten, verrückten Maßnahmen, die hier passieren, das eine mit dem anderen
nicht mehr korrespondiert, wo dann der eine Politiker auf einmal sagt, Maske weg und der andere sagt, Maske ran und der sagt, nein, ist weg und dann sagt er doch wieder ja und sagt er wieder nein. Diese ganzen Verstrickungen, die würde doch eine koordinierte, klar denkende Mannschaft niemals machen. Da hast du recht. Das ist wirklich, da hast du recht. Das macht keinen Sinn. Und da ist immer die Frage nach dem Sinn, wer hat was davon? Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, diese Leitung nach unten, die ist für die, die jetzt da unten sitzen, nicht kontrollierbar. Sie denken nicht daran, dass da oben irgendwas nicht stimmt. Weil sie keinen haben, der ihnen die Verbindung gibt, der sagt, da oben stimmt was nicht. Ja? Und die, die da drunter stehen, noch viel weniger. Weil die Befehlskette geht doch immer von da nach da, nach da, nach da, nach da. Also glaubt jeder, der weiter drunter steht, der ist noch von oben. Ist alles in Ordnung. Ja, selbst wenn jetzt der eine oder andere anfängt, die Sache zu hinterfragen, sagt er, oh, wie merkwürdig hier. Sie ist die Befehlskette. Sie gehen da durch. Wenn es überhaupt hinterfragt wird. Ja, das ist ja eine Sache. Ja. Und jetzt mag es die Menschen geben, ja, ich will jetzt nicht jeden, liegt mir sowieso fern, überhaupt Menschen zu betiteln mit irgendwas, weil jeder hat seine Entwicklung und der eine ist vielleicht ein Leben lang schlecht und am Ende des Lebens wird er gut oder umgekehrt, was auch immer. Es mag mit Sicherheit Menschen geben in dem System, von dem wir beide gerade sprechen, die anfangen zu sagen, da stimmt was nicht. Wo also das Gehirn doch ein bisschen klar arbeitet. Ja. Und die fangen dann vielleicht wirklich an zu sagen, oh shit, da ist wahrscheinlich wirklich was dran und jetzt ändere ich mal meine Agenda. Entweder verlasse ich das Schiff, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik, oder ich versuche zumindest zu manövrieren. Du kennst den Begriff Wendehals. Ja. Ich drehe mich in der Beispiel wäre so Leute wie zum Beispiel dieser Attila Hildmann, eventuell. Also ich meine... ist denkbar. Ich will keinem, wie gesagt, was mir fern liegt... Ja, ich wollte es ein bisschen griffiger machen. Ich verstehe, was du sagst. Mir liegt nur daran, was ich nicht weiß wirklich über jemanden. Das kann, darum bin ich auch vorsichtig, wenn ich über Menschen spreche, sehr gut, wie Trump oder dergleichen. Ja. Ich habe auch meine Zweifel gehabt an Trump zu Anfang, mehr noch als jetzt. Für mich offenbart sich immer mehr, dass meine Zweifel... in den Keller richtig waren, ja. Aber nichtsdestotrotz, man sollte immer eine gewisse Skepsis behalten und die Dinge immer wieder neu beobachten und neu. Sehr gut, finde ich auch. Nicht den Trump ins sozusagen, das alles ist super ausgemacht und Genau. Wenn man in dieser Welt einigermaßen den Faden behalten will, muss man sich selber und die Dinge immer wieder neu hinterfragen. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, die Dinge zu verstehen. Und dann nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und jeden Fehler, den du gemacht hast, na gut, den hast du gemacht und versuchst ihn wieder durch neues Denken, neues Handeln nicht mehr zu machen. Das ist die Basis, meine ich, wie man vernünftig sich entwickeln kann. Und das ist die Welt, in der wir leben, meiner Meinung nach, dass wir in dieser Welt lernen, als Menschen uns zu entwickeln und nicht nur als ein Konsumvieh, was danach strebt, immer mehr haben zu wollen, haben zu müssen. Gegen haben wollen ist nichts zu sagen, meiner Meinung nach. Etwas zu besitzen ist nichts Schlechtes. Aber diesen Gedanken nicht weiterzudenken und sich zu hinterfragen, wer und was bin ich eigentlich? Ja? Was ist meine wirkliche Existenz denn in dieser Einfach Welt? Nur die Oberfläche. Nur eine Oberfläche, ja. Und da tiefer gehen, das ist eigentlich ein Punkt, der meiner Meinung nach der Wesentliche ist, warum wir in einer 3D-Welt sind. Ja, diese dreidimensionale Welt, die wir umfassen. Jetzt werde ich ein bisschen spirituell und philosophisch. Ja, ich will da nicht zu tief einsteigen. Aber für mich ist es noch vollkommen okay. Ja. Das gehört für mich zum Leben als Konsens unbedingt dazu. Und da müssen Menschen hingeführt werden. Aber nicht, indem man sie zieht, indem man sie presst, sondern sie müssen einfach aus freien Stücken die Dinge erkennen. Und dazu muss man den Schleier der Illusion liften. Und dann muss der Mensch die Chance haben, selber zu entscheiden, will er lieber der Illusion oder will er lieber der Wahrheit folgen. Das heißt also, das, was jeder Einzelne letztlich tut,
soll seine Sache sein. Und das ist auch der Lohn, den er danach erhält. Von was du siehst, das wirst du ernten. Wenn ich also zu lazy bin, zu entspannt und alles hat mich von mir wurscht und so, werde ich nicht viel erreichen. Ja. Ich werde kein guter Gitarrist sein, wenn ich nur glaube, ich werde ein guter Gitarrist. Nein, ich muss die Gitarre in die Hand nehmen am besten, ja. und muss trainieren. Ja, und so gut wie möglich. Und dann habe ich die Chance, wenn ich dran bleibe. Simples Beispiel. Nein, aber bildlich. Ja. Kommt gut rüber, ja. Und das ist für mich im Moment, die Zeit, in der wir jetzt sind, ist gravierend darauf zugeschnitten. Dass wir immer mehr den Spiegel vorgehalten bekommen, unserer Ängste, und dass wir die Welt mal aus einer anderen Perspektive betrachten und nicht aus dem Hamsterrad, wo wir die ganzen Jahrzehnte... Wo sie uns hingejagt haben, reingeschickt haben. Ja. Jetzt kann man sagen, man hat uns da reingejagt, mit Sicherheit. Wir sind also auch belogen und betrogen worden. Aber wir tragen auch einen gewissen Teil der Schuld, uns betrügen und belügen zu lassen. Richtig. Kennen wir es weiter zu, genau. Ja. Genau. Also wenn du in eine Welt geboren wirst, wo die Gesetze schon da sind, dann kannst du als Kind schlecht was gegen sagen, weil du bist ja reingeboren, das ist für dich die Welt. Du kennst nichts anderes, ja genau. Aber wenn du jetzt in der Zeit langsam aufwächst und dann nicht anfängst, irgendwann mal die Dinge zu hinterfragen, dann wirst du in diesem Hamsterrad drin bleiben. Und das ist der Punkt, da muss jeder Mensch... Und der eine erlebt eine schlimme Krankheit, die ihn wachrüttelt. Ja? Der andere verliert einen Menschen oder verliert seine materielle Existenz. Oder irgendein anderer Umstand, der unangenehm ist, trifft richtig und dann fängst du an, Dinge zu überdenken. Aber erst dann, oft erst dann. Ja, im Privaten ist das der Fall und in dem Globalen ist das auch so. Jetzt, in dieser Welt, in der wir jetzt sind, wo es heißt Zwangsimpfung, ja, die Idee alleine, jemand unter Zwang etwas reinspritzen zu lassen, ob das gut ist oder schlecht, lasse ich mal dahingestellt. Aber es kann doch keinen Zwang geben, wenn du zum Beispiel sagst, du willst jetzt von meiner Terrasse springen und ich sage dir als Freund, du mach das nicht, du brichst dir die Knochen und versuche dir zu sagen, das ist nicht gut, dann ist das für mich okay, dass ich dir das sage. Wenn du aber irgendwann, wenn ich hinten im anderen Zimmer bin, da rausgehst und runterspringst, dann hast du es gemacht. Das ist deine Entscheidung, das ist dein Leben, das ist dein Recht, dein Menschenrecht. Und ich habe nicht das Recht, dir das zu verbieten. Ich habe die Möglichkeit, dich davon mit Vernunft zu versuchen, abzubringen, aber nicht dich festzuhalten und dir Dinge anzutun, dich vielleicht sogar noch einzusperren. Aber ich sage, na, sonst springt er leider runter. Ich werde ihn jetzt mal die nächsten 3 Jahre einsperren. Ich habe nicht das Recht, das ist meine Überzeugung. Wenn du ein Kind wärst von 3, 4 Jahren, natürlich ist das eine andere Situation. Ja, aber ein erwachsener Mensch, dem muss ich seine Rechte freilassen. Darum ist eine Zwangsimpfung oder irgendetwas anderes unter Zwang, ist ein No-Punkt. Das ist nicht für mich denkbar in einer vernünftigen Welt. In der Irrenwelt, in der wir noch leben, ist das völlig normal. Ja? Aber jetzt fangen die Menschen an zu verstehen, dass es nicht normal ist. Weil noch vor einem halben Jahr oder Jahr fing die Zwangsimpfung an für Kinder. Muss man sich mal vorstellen. Wenn du dein Kind nicht impfen lässt, kommst du nicht in die Kita oder kommst du nicht in die Schule. Noch weiter, wenn du es dann ein paar Mal, nachdem du bestraft wurdest, mit Geld und mit sonst irgendwas, nicht tust, nimmt man dir dein Kind weg. Kindesentzug, ja, genau. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Da hätte er schon ein Aufschrei in der gesamten Welt, wo das auch immer installiert würde, sein müssen. Aber war nicht. Es gab einige Menschen, die das verstanden haben und das vehement gegen protestiert haben. Aber letztlich viel zu wenig. Die Schläfer, die dann immer noch ihre Kinder dorthin bringen, aus Angst oder aus welchem Grund auch immer. Und die werden jetzt immer mehr wachgerüttelt. Darum ist diese Zwangsimpfung auch in der Hinsicht als Ansage gut, damit wir wachgerüttelt werden. Ich verstehe. Also es muss offensichtlich sowas Drastisches dann kommen, wo dann auch die Leute mehr hinschauen, sich mehr informieren und solche Leute wie ich, sage ich jetzt mal, vielleicht auch deswegen auch so Zuspruch haben. Weil wir Aufklärung oder weil ich Aufklärung liefere und sicherlich auch, ganz bestimmt nicht alles weiß, aber ich erlebe es auch immer wieder bei den Zuschauern, danke für die Info, habe ich noch nicht gewusst oder habe ich nicht gesehen oder irgendwas, weil die Leute auch nicht die Zeit und die Lust haben, nach Feierabend, das ist das Hamsterrad, dann noch ewig und 3 Tage sich
alles reinzuziehen, was noch in den Medien überhaupt, in Alternativen oder Mainstream-Medien, so gemeldet wird. Michael, ich glaube, wir sind ziemlich durch, zeitmäßig. Also einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, aber ich will noch ein Schlusswort oder eine Schlussfrage. Und zwar ganz allgemein, ich habe die schon mal gestellt, man kann doch, glaube ich, sagen, dass wir jetzt in diesem Moment, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts oder eigentlich schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts in Zeiten leben, die vielleicht in 50 oder 100 Jahren als epochal geschichtlich bezeichnet werden könnten. Also es sind keine normalen Zeiten. Da kann man uns, glaube ich, einigen. Ja. Also was du gerade sagst, würde ich dreimal unterstreichen. Ja? Ja. Einfach nur mit meinem Bauchgefühl und mit dem, was ich dir jetzt an Wissen, was ich glaube zu haben, vermittelt habe. Sicher. Das ist eine Situation und ich glaube auch, dass diese Situation jetzt, ohne dass ich da einen Zeitpunkt setze, ja, genau. Den habe ich nicht, sonst würde ich hier lügen, aber für mich spitzt sich die Sache so zu, dass ich merke, die Dynamik, in der wir uns befinden, ist so, dass sie sich proportional kontinuierlich beschleunigt. Mhm, also wir sind in keiner Phase, wo ein Stocken da ist. Oder in dem Jahr, sondern... Sondern es ist ein kontinuierlicher Beschleunigungsfakt und der passiert auf beiden Seiten. Und so wie ein, hatte ich vorhin auch ein Gespräch, wie ein Schiff untergeht, wenn du die Titanic nimmst, ja? In dem Moment, als die Titanic den Eisberg gerammt hat und der Schlitz drin war, war die signifikante Masse oder der wesentliche Punkt erreicht, dass das Schiff untergeht. Es war unvermeidlich. Nicht mehr zu retten, ja. Mhm. Obwohl in dem Schiff noch stundenlang die erste Klasse Champagner hatte und Kapelle gespielt hat, ja. Und das Leben schön war. Ja. Trotzdem, jeder, der diesen Riss gesehen hat, wusste, keine Chance. Ja. So, wenn du das jetzt mal als Basis nimmst, der Schlitz der Titanic ist schon längst da. Ja. Bei uns. Wir sinken langsam. Und genau. Und tanzen auf dem Oberdeck. Du weißt, wie ein Schiff sinkt. Ein Schiff sinkt erst sehr langsam und dann beschleunigt sich das, bis es ganz schnell auf einmal verschwindet. Wo weggesaugt wird quasi. Das ist mein Beispiel für ein schönes Bild, ja. Für das, was gerade passiert. Danke, vielen Dank, Michael. Liebe Zuschauer, das wäre meine bescheidene Bitte, dass es nicht das letzte Gespräch ist, was wir aufzeichnen. Generell so ist nicht das letzte Gespräch, aber auch mit Kamera. Und ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartner und auch für die tolle Umgebung hier. Und bis demnächst, sage ich mal. Also das kann man gerne in unregelmäßigen Abständen gerne wieder machen. Ich verabschiede mich. Du hast das letzte Wort. In die Kamera. Ja, also mir bleibt bloß zu sagen, ich bin selber dankbar dafür, heute hier sitzen zu dürfen. Hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns nochmal. Alles Gute. Top, top. Also echt, muss ich dir die Hand geben. Wahnsinn, der ist ja so cool. Ja, also man merkt schon, du bist also nicht Kamera unerfahren.